Der 15. September 2001, der ist jetzt 20 Jahre her. Und wir wollen natürlich darüber reden, über diesen schicksalsträchtigen Tag für Alessandro Zanardi, der damals bei einem schrecklichen Unfall auf dem Lausitzring seine beiden Beine verloren hat. Und wir reden heute, Mario Fritsche, mein Kollege und ich, mit Stefan Heinrich, der dabei war als Streckensprecher damals, als es diesen furchtbaren Unfall gegeben hat. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Zeitreise zum 20. Jahrestag des Zanardi-Unfalls. Ja, danke Stefan für die Einleitung. Du hast schon erwähnt, heute genau 20 Jahre her. Das war ja damals das erste Kartrennen in Europa und noch dazu auf einem Ovalkurs, was es ja vorher in Europa nicht gegeben hat in der Form. Der Eurospeedway Lausitz, wie er damals offiziell hieß. Ja, Stefan, du hast schon erwähnt, wir begrüßen jetzt Stefan de Vois Heinrich in der Leitung, der damals Streckensprecher war bei diesem, ja, an diesem Schicksalstag, muss man ja sagen, für Zanardi. Hallo Stefan, grüß dich. Ja, ich grüße euch, freue mich sehr, auch wenn das natürlich in der Erinnerung rückblickend jetzt nicht der schönste Tag ist, den man als Streckensprecher hat. Aber klar ist auch, dass da wahnsinnig viele Emotionen mit verbunden sind. Ich kannte Alex Zanardi seit langer, langer Zeit, schon zu der Zeit, als er Formel 3000 bei Il Barone Rampante gefahren ist. Das war damals so ein merkwürdig finanziertes italienisches Team. Da waren immer sehr viele Familienmitglieder dabei, um es mal fein zu formulieren. Und da ist er damals gegen Michael Bartels gefahren in der Formel 3000 Anfang der 90er. Und dann ist er Porsche Supercup gefahren. Da habe ich 10 Jahre Porsche Supercup begleitet. Und er kam als Gastfahrer in Imola, kam am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, immer mit der neuen jungen Dame im Arm und hat gesagt, es sind alle meine Schwestern. Und da habe ich schon gewusst, das ist ein sehr witziger Vogel. Hat dann auch den Mechanikern, hatte die immer umarmt, hat immer Wein und jeden Tag Schinken und alles mitgebracht. Die haben ihn geliebt und haben das Auto, hätten sie 5 Stunden in der Nacht noch umgebaut, hätten sie gemacht. Also ein Typ mit einem ganz, ganz großen Herzen, in der Formel 1 unter Wert geschlagen, ganz sicherlich, weil er zum falschen Zeitpunkt da war, wie so viele andere Leute ja auch, die großes Talent haben, aber es nicht beweisen können. Und für ihn war der richtige Schritt natürlich in die USA zu gehen. Du hast ja gerade gesagt, Mario, in die IndyCar-Rennserie, also die US-Formel 1. Und da kam dann der große Erfolg. Ist er ja zuerst für Genessi gefahren, 3 Jahre, 96 bis 98, sehr erfolgreich, zweimal Champion, jede Menge Rennen gewonnen und nicht einfach nur gewonnen, sondern auch vor allem die Art und Weise, wie er die Rennen gewonnen hat. Das war ja wirklich spektakulär und sehenswert. Du hast ja die Rennen damals auch oder einen Großteil der Rennen live kommentiert für Eurosport. Ich war mehr im Flugzeug als zu Hause, das stimmt ja. Was aber in der Tat toll und wirklich glücklich war, eine glückliche Fügung war, denn wir hatten eine Zeit, als tatsächlich ja Mercedes auch als Hersteller mit dabei war. Das heißt, aus europäischer Sicht war viel Interesse, auch eine breite Öffentlichkeit zu generieren. Es sind eine Menge Formel-1-Fahrer oder Ex-Formel-1-Fahrer da gefahren, wie Marc Blundell, wie eine Menge Maurizio Gugelmin, eine Menge Top-Leute. Und die mit den besten Amerikanern, das war schon eine tolle Mischung. Und man muss sagen, auch Bernie Ecclestone, damals ja noch in der Formel 1 als Alleinherrscher dabei, hat wirklich gesehen, das ist eine echte Konkurrenz. Das kann wirklich wachsen und das gefällt mir eigentlich gar nicht. Schon gar nicht, als die Überlegung war, dass die Amerikaner nach Europa kommen wollten. Eben zum Beispiel mit der Konstruktion des Eurospeedways und dann ja später auch der Konstruktion von Rockingham, dem kleinen Oval in England. Dann war es soweit, 2001, die Indycars kommen rüber nach Europa und es sollte eigentlich ein großes American Fanfest werden. Ja, das war auch dann alles geplant, alles gebaut. Dann passiert 9/11, die ganze Welt steht irgendwo unter Schock. Und dann passiert dieser völlige Freak-Accident, ne? Ja, es war natürlich eine wilde Mischung. Die waren ja schon seit Mittwoch da. Also quasi, als 9/11 passiert ist, waren sie auf dem Weg nach Europa. Und dann war natürlich für die amerikanischen Teams, genau wie für uns alle auch, ein Riesenschockmoment. Und diese große Freude, die wir hatten, dass wir so einen riesen Super Speedway jetzt in Europa haben und endlich mal auch vielen deutschen Fans, deutschsprachigen Fans, holländischen Fans, wie auch immer, die zum Eurospeedway Lausitz gekommen sind, es waren ja 86.000 Tickets verkauft. Das war eigentlich natürlich dann dahin, weil das hat uns ja alle nun in die Grundfesten erschüttert, was wir da gesehen haben aus New York und aus Washington, die Anschläge. Und die Amerikaner, die oft natürlich auch nicht wussten, ob da Angehörige direkt involviert waren oder nicht, waren auch alle völlig neben der Spur. Aber ich muss sagen, es war hochprofessionell. Man hat sich dann zusammengesetzt, Veranstalter und die US-Teams. Am Anfang hieß es auch, soll man es absagen, wollte ihr gleich wieder zurück. Dann war aber auch klar, mit dem Flugverkehr war erstmal alles gestoppt über den großen Teich, weil New York ja nun als großer
Ankunftsflughafen, auch da erstmal alles stillgelegt wurde. Und dann war klar, die wären gar nicht so ohne weiteres wieder rüber nach in die USA gekommen. Und dann haben die Amerikaner, sind auf uns, auf die Deutschen tatsächlich, auf den Veranstalter zugekommen und haben gesagt, lass uns das Rennen fahren, wenn schon so viele Fans kommen. Wir sind hier, um eine Show zu machen. Lass uns das bestmöglich machen. Aber vielleicht eben so ein paar Rahmenprogramme, große Festivitäten. Das passt jetzt vielleicht nicht zu dieser Stimmung. Lass uns das einfach aufs Wesentliche konzentrieren, Rennen. Und lass uns das Rennen machen. Das Rennen wurde als German 500 angeteasert, hieß dann aber The American Memorial. Man hat natürlich sich dann für eine Umbenennung entschieden, was völlig richtig war. Und ich muss sagen, die Haltung der ganzen amerikanischen Teams war sensationell. Wobei es nicht mich so, mich, Manfred Janske, mein alter Ego, mein großer Freund und Kollege, wir haben ewig lange über Jahrzehnte kommentiert, ehemaliger Porsche-Rennleiter, der mich als Kind auch zum Motorsport gebracht hat. Wir waren nicht ganz so überrascht, weil wir die Kartrennserie in unseren Jahren in Amerika beim Hin- und Herpendeln so gut kennengelernt haben, denn das ist hemdsärmeliger und war bei weitem noch nicht so Hightech, so teuer und auch so abgehoben wie die Formel 1. Es konnten bei jedem Rennen eigentlich 9, 10, 11, 12 Fahrer realistisch gewinnen. Das hatten wir in der Formel 1 ja damals definitiv nicht. Und es war eben vor allem viel kostengünstiger. Insofern war dieser erste Schritt nach Europa ein wichtiger für die Amerikaner. Und Alex Zanardi hat sich natürlich wie Bolle gefreut, dass er dann da tatsächlich dabei sein konnte. Er hat ja nach seiner Zeit bei Ganassi, Mario hat das anmoderiert, die 3 Jahre bei Chip Ganassi von Sieg zu Sieg gefahren, aber eben nicht nur einfach Siege. Ich erinnere mich, Cleveland war eine Runde zurück, weil er einen Startcrash hatte und das Frontpartie musste gewechselt werden. Eine Runde zurück und wir haben alle gedacht, naja, das ist jetzt im Grunde gelaufen. Und der hat das Gesamte, hat eine Runde zurückgeholt, das gesamte Feld überholt und gewonnen. Und gesagt haben, das geht gar nicht. Okay, die Yellow Flags, die Cautions kamen ihm ein bisschen entgegen. Aber so gegen Leute wie Greg Moore und andere Top-Leute, Michael Andretti und Co., ist es schwierig, dann so auf dem Niveau zu fahren, zumal die Autos ja quasi Einheitsautos sind in Amerika, Spec-Cars. Aber er war eben auf so einem ganz außergewöhnlichen Niveau und auch unvergesslich natürlich The Pass in Laguna Seca, eine der schönsten Rennstrecken der Welt, meine Lieblingsrennstrecke in Amerika ohnehin. Dieses Überholmanöver vorbei an Brian Herta in der letzten Runde des Indycar-Rennens dort, absolut unvergesslich. Und schön war vor allem auch die Ehrlichkeit hinterher. Alle haben gesagt, oh, sensationell, Alex, great what you have done. What a technical move. Und dann hat gesagt, das war gar kein technical move. Ich habe mich einfach irrsinnig verbremst da oben und habe irgendwie versucht, das Ding durch den Dreck noch auf die Piste zurückzubekommen. Und ich glaube, der Brian war so geschockt, dass der einfach dann auch vom Gas gegangen ist. Und ich war vorne und habe gesagt, ja, jetzt gewinne ich aber auch. Und so war er eigentlich immer. Also das war immer extrem herzerfrischend und umso mehr tatsächlich der Schock natürlich dann, als er beim Eurospeedway mit dem Mo Nan-Team, der ehemalige Ensign Formel-1-Designer war das ja, der Teamchef. Alex war wieder zwischenzeitlich in der Formel 1 nach seinen beiden Titeln in den USA und hatte wohl noch eine Rechnung offen mit der Formel 1 und das war keine glückliche Entscheidung. Er ist da zu Winfield Williams gekommen. Kein konkurrenzfähiges Auto, Teamkollege von Ralf Schumacher, ist hinterhergefahren und wollte seine Karriere nach dem zweiten Desaster in der Formel 1 quasi in Amerika wieder neu starten. Monan hat ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen und da bei diesem Rennen, dem The American Memorial 500 auf dem Eurospeedway Lausitz, lief sein Wagen endlich mal gut, auch wenn die Startphase mäßig war. Wir hatten vorher lange mit ihm gesprochen. Daniela, seine Frau, war mit dabei und er hat wieder Spaghetti gekocht für die ganzen Monan-Mechaniker und die haben sich schmecken lassen. Er hat gesagt, tomorrow you will see. Tomorrow I will be there. This will be my day. Und dann hat er tatsächlich lange geführt wegen der anderen Boxenstrategie, musste am Ende nochmal rein, ist dann aus der extrem breiten und langen Boxengasse des Eurospeedways raus und als er die Boxenausfahrtslinie überfahren hatte, zu viel Gas gegeben. Ihr Tick zu viel Gas gegeben. Bei diesen 58 PS starken Autos hast du immer Wheelspin gehabt, weil so Traktionskontrolle und so ein Mist, den mögen die Amerikaner ja ohnehin nicht. Da soll der Fahrer den Unterschied ausmachen. Und dann hat er einfach durchdrehende Räder gehabt. Auto hat sich direkt, ist auf die Wiese gekommen, dann in Richtung Turn 1, Steilkurve 1 gerutscht und stand quer zur Fahrtrichtung, als tatsächlich dann Alex Taliani mit Vollspeed im sechsten Gang
Startziel angedonnert ist und in Turn 1 eingebogen ist. Und dann so mit, man schätzt, etwa 320 in das querstehende Auto seitlich eingeschlagen ist von Alex. Und das Auto ist natürlich desintegriert. Also das ist in die Bestandteile aufgelöst worden, hat es komplett zerrissen. Motorblock, Cockpit, alles. Alex hing noch im Cockpit. Es war ein furchtbarer Moment, weil allein das Geräusch, ich werde mein Leben, diesen Aufprall, war eine Art Detonation, wirklich nicht vergessen. Was wir dann wirklich sagen müssen, sensationell, Steve Olway und die Kart-Safety-Truppe, die bei Ovalrennen ja schon viele Jahre Erfahrung hatten, die man aus Amerika mitgebracht hat, mit deren Spezialautos, und das war goldrichtig, dass man das gemacht hat. Das waren extra Kosten. Man hat natürlich auch gesagt, man hätte vom DMSB ja auch deutsche Rennärzte nehmen können, aber dass die tatsächlich ihre Spezialisten mitgebracht haben, hat Alex ganz klar das Leben gerettet. Genau, er kam ja dann ins Krankenhaus nach Berlin, übrigens genauso wie Alex Galliani auch, der aber glimpflich davongekommen ist. Bei Alexandri war das ja tagelang wirklich in der Schwebe, ob er es überhaupt packt. Und ich kann mich erinnern, also ich war damals auch vor Ort, damals noch mit ein paar Kumpels auf der Tribüne rein als Fan. Und das waren ja noch andere Zeiten als heute. Also man hatte ja nicht wie heutzutage, dass jeder ein Smartphone in der Hand hat und sofort sämtliche Infos zur Hand hat, sondern es war ja so, dass man hatte ja damals nicht diesen dauerhaften Zugang, wie es heutzutage ist. Auch diese ganze Social-Media-Komponente, die gab es ja nicht in der Form im Jahr 2001. Und kann mich also auch noch sehr gut erinnern an diese sehr gedrückte Stimmung da im Anschluss, auch wenn wir selber den Unfall nicht direkt gesehen haben, weil wir quasi am anderen Ende von der Strecke saßen, in Turn 3, war natürlich dann am ganzen Verhalten war natürlich klar, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert sein muss. Und nach und nach sind ja dann doch die Informationen durchgesickert, dass Zanardi ums Überleben kämpft und dass ihm dann letzten Endes die Beine amputiert werden mussten und er da einige Tage im Krankenhaus in Berlin dann noch verbracht hat, wo er sich dann auch tatsächlich, und das fand ich auch sehr bemerkenswert, extra bei Alex Taliani noch gemeldet hat und ihm quasi rückversichert hat, dass es nicht dessen Schuld gewesen ist, der Unfall. Weil Taliani hat sich ja dann auch wahnsinnig große Vorwürfe gemacht, so nach dem Motto, wenn er es hätte verhindern können, aber keine Chance natürlich bei den Geschwindigkeiten. Und das war auch für Taliani sehr wichtig und eigentlich der Hauptgrund dafür, dass er dann beim nächsten Rennen, Stefan, du hast es ja schon erwähnt, in Rockingham überhaupt wieder mitgefahren ist. Zanardi natürlich nicht, für ihn war diese Karriere dann damit beendet. Aber Stefan Ehl, du hast ja Alex Zanardi auch in seiner zweiten Karriere noch des Öfteren getroffen, als er dann nämlich in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft in der WTCC für BMW gefahren ist. Jawohl, ich hatte das große Glück, dass ich mit Alex Zanardi in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft unterwegs sein durfte. Ich als Reporter, er natürlich als Fahrer. Und wie habt ihr schon beschrieben, er ist ein super sympathischer, super freundlicher, super nahbarer Typ auch. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich damals dann als junger Reporter, war mein erster Einsatz überhaupt, an der Rennstrecke war in Oschersleben. Und ich wurde ihm vorgestellt als damals junger Redakteur, als Frischling sozusagen. Und natürlich war man da nervös, wenn man die Legende trifft, wenn man Alex Zanardi dann trifft. Und er hat mich mit den Worten empfangen, also muss gar nicht groß vorgestellt werden, so nach dem Motto, Stefan und ich, wir kennen uns seit Kindertagen. Und da hast du irgendwie schon gemerkt, der tickt ein bisschen anders als die anderen Rennfahrer. Wir haben uns sofort super verstanden und hatten auch ein herzliches Verhältnis dann an der Rennstrecke, wann auch immer wir uns begegnet sind. Smalltalk war mit Alessandro Zanardi nie ein Thema. Das ging ganz selbstverständlich und die Interviews, die waren ein flüssiger Übergang von normalem Gespräch übers Essen, übers Wetter, übers Rennfahren, über alles Mögliche. Also war immer sehr erfrischend, mit ihm zu sprechen. Und einmal, das ist jetzt vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, hat er dann im Interview auch gesagt, wenn er in Deutschland ist, dann fühlt er sich ohnehin hier zu Hause. Er hat so viel deutsches Blut inzwischen in sich, er fühlt sich als halber Deutscher. Und damit kommen wir vielleicht nochmal zurück zu diesem Schicksalstag am Lausitzring. Ihr habt es gerade beide schon beschrieben, dieser Moment, als dieser Unfall passiert. Mario, das ist, glaube ich, so eine typische Szene auch, wo man einfach merkt, da ist gerade was richtig Großes passiert an der Rennstrecke. Normalerweise passiert da so viel, es sind Gespräche, es ist Jubel, es sind Motorengeräusche. Aber ich kann mich gut daran erinnern, an große Zwischenfälle bei Motorsportveranstaltungen, dass es dann auf einmal sehr, sehr leise wird, weil jeder aus irgendwelchen Gründen sofort weiß, das war jetzt gerade nicht gut. Ja. Wie ging es dir da? Genauso war es, Stefan. Also wie gesagt, wir saßen damals auf der Tribüne in Turn 3 am anderen Ende der Strecke, also quasi Anfang Startziel, wohingegen der Unfall ja Ende Startziel in Turn 1 passiert ist.
Aber die Stimmung, die war dann wahnsinnig gedrückt und es wusste auch keiner so richtig, geht das Rennen jetzt noch weiter oder letzten Endes ging es dann unter Gelb zu Ende. Der Kenny Bragg hat gewonnen. Aber das war alles total nebensächlich dann auch und auch die Siegerehrung, kann ich mich erinnern, das war sehr, sehr gedrückt, weil natürlich alle mitgekriegt haben, dass da das jetzt gerade nicht sehr gut steht um Alex Zanardi und er wurde ja dann mit dem Helikopter auch weggeflogen nach Berlin eben ins Krankenhaus und letzten Endes hat er, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber Unmengen seines Bluts verloren bei dem Unfall. 50%. Ja, über die Hälfte, also Wahnsinn. Deswegen hat er so viele deutsche Blutkonserven bekommen und das liegt an, was Stefan Ehlen gesagt hat, er ist im Grunde halber Deutscher. Ja, hat dann einige Tage in Berlin im Krankenhaus ums Überleben gekämpft, aber wie wir ihn ja kennen und auch aus seiner weiteren Lebensgeschichte, mit seinem eisernen Überlebenswillen hat er es geschafft. Und nicht nur das, sondern ist ja dann tatsächlich zurückgekommen, ist ja Olympiasieger gewesen dann noch bei den Paralympics mehrmals und im Handbike fahren. Aber Stefan Heinrich, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz auf den Septembertag am Lausitzring zurückkommen. Wie war das denn für Manfred und dich in der Sprecherkabine? Hattet ihr da mehr Infos oder wart ihr genauso unwissend in dem Moment? Gute Frage. Wir hatten schon öfter mal so Situationen, was passiert, wenn du relativ viel Motorsportveranstaltungen als Streckensprecher begleitest. Ich habe das eine Weile ja auch im MotoGP-Bereich gemacht, in der Motorrad-Weltmeisterschaft, wo per se natürlich auch einfach mehr passiert. Das heißt, du musst dann einfach versuchen, sehr sachlich zu bleiben, auch wenn du, wie in diesem Fall, wegen dem persönlichen Kennen von Alex Zanardi, du tatsächlich besonders angefasst bist. Aber das ist dann eben die schwierige Aufgabe, so neutral wie möglich zu bleiben, die vielen Informationen, die du kriegst, dann auch zu durchleuchten. Was kann man weiterreichen? Was ist verantwortbar, den Zuschauern zu ermitteln? Was sollten die jetzt wissen? Auf der anderen Seite aber eben auch nicht es zu schön reden. Es gibt eine Menge Leute, die da gern dann sagen, na ja, das haben wir, ähnliche Unfälle haben wir ja auch schon gesehen und da passiert ja meistens nicht viel. Wir hatten kurioserweise gerade beim Eurospeedway bei den beiden Rennen, denn 2 Jahre später kamen die US-Indycars ja nochmal zurück in die Lausitz und dann hat Alex Zanardi tatsächlich diese letzten 13 Runden seines Rennens ja unter dem Jubel von 70.000 Zuschauern und dem kompletten Applaus der gesamten Boxengasse noch zu Ende gefahren mit einem Auto mit Handschaltung, mit Spezialarmaturen und war dabei so schnell, dass er die 5. schnellste Qualifikationszeit gefahren hat. Also ich erinnere mich, ich stand, als er am Freitag 2 Jahre später, da zum ersten Mal mit diesem Spezialauto fahren sollte, hat Chip Ganassi mitgearbeitet, ein paar andere Teams, mit denen er besondere Verbindungen haben, die haben da geholfen, dieses Auto zu bauen. Prinzipiell haben diese extra Lenkeinrichtung etwa 50 Kilo Mehrgewicht bedeutet. Dann hat die Indycar-Rennserie dem Alex gesagt, soll man nicht die Leistung ein bisschen aufdrehen, damit es nicht zu peinlich für dich wird, wenn du da fährst im Vergleich. Er hat gesagt, nee, brauche ich überhaupt nicht, will keine extra Leistung haben. Ich fahre mit demselben Motor, mit derselben Leistung und Turboeinstellung wie alle anderen auch. Und ich erinnere mich, ich habe mit Michael Bartels gesprochen, der im Rahmenprogramm ein GT-Team da hatte. Wir haben uns da unterhalten und wir wussten, dass der am Donnerstagabend seine ersten Eingewöhnungsrunden fahren wird, der Alex. Das war so um knapp vor Sonnenuntergang um 19.30 Uhr. Ich habe mit Michael Barth im Fahrerlager gestanden und plötzlich bellte wieder ein Indycar-Motor auf. Und dann fuhr da ein Auto los. Und dann Michael Bartels sagt, was ist denn jetzt los? Wer fährt denn da jetzt noch? Und ich habe gesagt, ja, kann ich dir nicht sagen, aber es ist jetzt so ein Test. So ein Test, naja, okay. Und dann haben wir gesehen, dass der also 2, 3 Runden, wir haben es weiter unterhalten, 2, 3 Runden lief der Motor auf relativ niedriger Drehzahl, Angewöhnung. 3. oder 4. Runde war Turn 1 flat. Das hast du gehört. Der Alex ist dann, ich glaube, 3. oder 4. Runde ist der Turn 1 flat gefahren. Und da habe ich schon gesagt, das kann nicht sein, weil der Michael dann erzählt, wer das ist. Und der Michael sagt, bist du wahnsinnig? Wir müssen sofort in die Boxengasse. Los! Ich sage, die Boxengasse ist jetzt gesperrt, da kommen wir nicht hin. Wir kommen da rein, ich muss den Alex sehen. Und dann ist der da gefahren und du hast gesagt, das gibt es nicht, als hätte er nie was anderes gemacht. Also mit Handschaltung jetzt zu fahren, hat da Runden hingelegt, wo wir alle gesagt haben, es kann nicht wahr sein, das gibt's einfach nicht. Und dann am Renntag tatsächlich Spalier von allen im Fahrerlager, auch den Rahmenrennserien, plus tatsächlich dann natürlich die Zuschauer sind alle aufgestanden, als wir das angekündigt haben, gesagt haben, die letzten 13 Runden in dem Indycar, damit er sein
German 500, die 500 Meilen tatsächlich beenden konnte. Und das hat er dann gemacht. War auch so einer der Momente, wo wirklich die Haare im Nacken zu bergen. Und wir haben alle viel schon erlebt. Stefan Ehlen, Mario, du hast viel in den USA schon erlebt. Wir haben große Rennen gesehen. Aber das war so ein Moment, den ich auch nie vergessen werde. Und Manfred Jantke saß da und hat ein bisschen geweint, weil der einfach gesagt hat, das gibt es doch nicht. Was ist das für ein Mensch? Ein Stehaufmännchen, der sich einfach durch nichts und niemand, egal was in seiner Karriere passiert ist, aufhalten lässt und einfach hart und detailliert dran arbeitet, um weiter seinem Traum zu folgen, seinen Traum zu verwirklichen. Einfach fabelhaft. Und der Michael Bartel stand neben mir und hat gesagt, ich kann es nicht fassen. Ich glaube es einfach nicht. Der Typ ist ja ein Knaller. Und so sieht es im Grunde genommen die gesamte Motorsportwelt. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, Mario, tatsächlich nach seinem Unfall mit dem Handbike, diese Rückmeldung, die er aus der gesamten Welt bekommen hat und nicht nur aus der Welt des Sports von anderen Top-Athleten, sondern aus der gesamten Welt, die einfach sehen, was das für ein außergewöhnlicher Charakter, nicht nur Sportler, nicht nur Autorennfahrer, was der für ein Vorbild tatsächlich ist, ein Wort, das sehr oft verwendet wird, aber sehr oft nicht passt. Ich glaube, in diesem Fall passt es wirklich, wie der tatsächlich auch anderen Behinderten zeigt, dass eigentlich fast alles möglich ist. Und sein Ziel war eigentlich immer nach dem schweren Unfall in Berlin, dass er gesagt hat, was ich noch mal erleben möchte. Da war am Anfang natürlich vom Motorsport gar nicht die Rede, sondern er wollte eigentlich seinen Sohn wieder auf eigenen Beinen vom Kindergarten abholen können. Das war sein großes Ziel. Und das hat er geschafft. Und dann ging es immer weiter. Und ihr habt ja schon erwähnt, tatsächlich, dass BMW dann sehr viel getan hat. Das war München auch, aber hauptsächlich Roberto Ravaglia. Sein sehr, sehr guter Freund, der mit ihm durch dick und dünn gegangen ist und der dann BMW immer wieder bekniet und bearbeitet hat, dass die doch bitte was tun, um Auto mit Handschaltung, unter anderem ja auch 24 Stunden von Spa dann gefahren und keine schlechten Rundenzeiten. Also das muss man auch sagen. Tolle Sache. Dann vor allem in Spa eben diese Idee, gesunde Motorsportler mit allen vier Extremitäten plus eben den Alex Zanardi zusammenfahren zu lassen in einem Auto, finde ich eine fabelhafte Idee, finde ich auch toll. Also was der im Grunde bewirkt hat auch an Entwicklungen, an anderen Dingen, suchen Motorsport weltweit seinesgleichen. Ja, ich glaube, du hast es gerade schön formuliert, dieses Unfassbare, dass man nach diesen ganzen Rückschlägen, die er erlitten hat, also sowohl im Sportlichen als auch dann im Privaten, das hat sich ja teilweise überschnitten bei ihm, dass er da immer wieder die Motivation gefunden hat und gesagt hat, hey, ich nehme mir wieder was vor und das erreiche ich dann auch. Also jedes einzelne Kapitel war ja irgendwo dann für sich abgeschlossen. Es war klar, nach dem zweiten Mal Formel 1, das wird es nicht wieder geben. Er hat immer wieder neue Türen aufgemacht, ist die immer wieder durchschritten und das immer mit einem Lächeln. Also das war so faszinierend, fand ich schon immer an Alessandro Zanardi, dass der mit der größten Fröhlichkeit, die er halt so ausstrahlt, also wäre es das Natürlichste von der Welt, dass er jetzt gerade am Rennplatz ist, ein Rennauto bewegt und dann auch noch gewinnt. Und das mit dieser Art, mit dieser offenen Art, dieser sympathischen Art, also das hat mich jedes Mal aufs Neue wieder umgehauen, muss ich sagen. Und ja, also Zanardi ist natürlich heute auch ohne diesen Unfall, glaube ich, kaum vorstellbar. Der war davor schon, vor allem in Amerika, eine Legende natürlich, ja. Wir Europäer, die wir sehr durch Formel 1 und dergleichen geprägt sind, die hatten ihn, glaube ich, gar nicht so sehr auf dem Schirm. Aber dieser Unfall und dann, was er daraus gemacht hat, dieses Comeback im Leben, glaube ich, das macht ihn auch zu so einer Leuchtfigur im europäischen Motorsport, wenn man dann einfach über den Tellerrand hinausblickt und merkt, Mensch, also was dieser Zanardi menschlich drauf hat, was das für eine Persönlichkeit ist, was das für ein Charisma ist, das haut dich auch wirklich noch um. Noch nach 20 Jahren, wahrscheinlich auf Ewigkeit, ne? Das sehe ich ganz genauso. Und Mario hat es ja vorhin auch schon angeschnitten, was wir nicht vergessen sollten, eben auch dann mit dem Handbike bei den Paralympics ist er angetreten, in Rio. Respektive in London zuerst, glaube ich, auf der Rennstrecke von Brands Hatch, was ja auch passte, hat er da Gold geholt, dann in Rio nochmal und hat jetzt ja weiter Wettbewerbe auch bestritten, immer neben seinen sporadischen Motorsport-Einsätzen, aber hat es mit derselben Passion und großer Leidenschaft betrieben, hat trainiert wie ein Verrückter, hat sein Handbike, ich weiß nicht, ich glaube 20 Mal im Jahr umgebaut. Roberto Ravaglia kann da Lied in vielen Strophen von singen, weil der ist immer wieder dann auch tatsächlich zu Roberto Ravaglia nach Siena in dessen Werkstatt gefahren hat. Du, Roberto, ich brauche da ein neues Teil für mein Handbike. Das muss Kevlar sein, das muss so und so sein, so reißfest, nur so wenig wiegen, muss aber besser sein als alle anderen. Mach mal. Und so geht es ständig. Der hat im Grunde ja nie aufgehört zu tüfteln, zu suchen und sich zu messen, sich selber auszuprobieren.
Ja, und umso tragischer natürlich, dass dann jetzt dieser zweite Unfall passiert ist im Jahr 2020 in Italien, ganz in der Nähe von Siena auch, wo du es gerade beschrieben hast, Stefan. Das Tragische dabei ist ja, Alex hat ja auch die Paralympics in Tokio wieder fest eingeplant, wollte wieder teilnehmen, zum dritten Mal nach London und Rio. Er ist natürlich leider nicht dazu gekommen. Können wir ihm nur alles Gute wünschen, auch auf seinem erneuten Überlebenskampf, den er jetzt wieder kämpft. Was man vielleicht, Mario, dazu noch, ihr habt ja bei Motorsport Total mit Daniela, habt vor kurzem, ich glaube Anfang Juli, das Interview mit ihr abgedruckt, die da gesagt hat, was ist der aktuelle Zustand? Nach wie vor kommen Tausende pro Monat, Tausende von Genesungswünschen und Fragen, wie geht's ihm denn und was ist Stand der Dinge an Daniela und an das PR-Team rund um Alex. Und ihr bleibt da dran, wunderbar. Ich fand damals auch toll, dass die sich geäußert hat, weil das einfach nach wie vor ein Mensch ist, der nicht in Vergessenheit geraten darf und der noch so viel bewegt. Also für mich war das auch ganz klar eine Initialzündung, so etwas, wie Stefan erzählt hat, als er dann auch das Leben als Jungredakteur angetreten ist. Wenn du so einen dann hast, dann sagst du, ja, das ist die richtige die Berufswahl gewesen, das zu machen, mit solchen außergewöhnlichen Menschen und Persönlichkeiten arbeiten zu dürfen, die dich so freundlich aufnehmen. Ha, das ist doch ideal, dass man wirklich Passion und Profession miteinander verbinden kann. Und das macht den Motorsport eben aus. Ja, ich glaube, da haben wir tatsächlich mit Alessandro Zanardi eine außergewöhnliche Persönlichkeit im Motorsport erlebt. Und wir alle, wir waren irgendwo nah dran. Wir haben Alessandro Zanardi kennenlernen dürfen. Jetzt sagt ihr uns doch bitte gerne in den Kommentaren auch noch, was ist euer Schlüsselerlebnis mit Alessandro Zanardi? Habt ihr ihn vielleicht sogar mal vor Ort live getroffen? Teilt uns eure Storys mit, eure Erlebnisse mit Alessandro Zanardi. Wart ihr damals am Schicksalstag, vielleicht sogar am Lausitzring? Teilt uns mit, würde uns sehr freuen, wenn wir in diesem Beitrag mal sammeln könnten, was Alessandro Zanardi für unsere Leser, für unsere Fans bedeutet. Ja, und das war's mit unserem Rückblick auf den Schicksalstag von Alessandro Zanardi auf den 15. September 2001. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bleib uns treu auf unseren Webseiten, natürlich hier auch auf YouTube. Abonnieren nicht vergessen, liken, wenn dir das Video gefallen hat. Und wie gesagt, Kommentar drunter würde uns freuen. Und dann vielen Dank, Stefan The Voice Heinrich, für deine Zeit. Vielen Dank, Mario. Und macht's es gut. Bis bald.